Also muss schon, wirklich jedes jetzt muss hier wirklich das Intro machen, gell? Okay. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Warframe. Ich habe nicht nachgedacht, wie das Spiel heißt. Mit Rieder und dem Heider und dem Hip als merkwürdigem Wesen im Hintergrund, das Mangas liest. Das ist Borderlands, was man wieder spielen. Na, das ist Warframe. Nein, er hat überlegt. Das ist Dead Space. Na, habe ich nicht. Das ist, nein, ist es auch nicht. Im Gegensatz. Ist es Duckframe oder War Ducks? Duckframe wird ja mal gut. Und sind wir dann die Mighty Ducks? Was machen wir jetzt eigentlich? Nein, Mighty Ducks ist eine Eishockey-Mannschaft. Ich weiß. Hat es ja mal eine coole Zeichentrickserie gegeben. Echt? Oh, die Mighty Ducks. Die war echt Hammer. Die habe ich gern geschaut. Für das bin ich extra früh aufgestanden. Das war Level 1. Ja. In der Hinsicht habe ich eine bessere Serie gehabt. Die Kangaroos. Die waren geil. Wule, und jetzt zeigen wir uns mal die Level. Alter, kommt der eigentlich irgendwann wieder zurück? Ah ja, doch. Die prallt 5 bis 6 Mal ab. Doch, jetzt war es echt gut. Ich schmeiße, es passiert nichts. Ich weiß, du bist die Waffe wieder los. Ist. Okay, also. Du sagst, die ist stark, gell? Da musst du aber ein bisschen modden dafür. Du musst vor allem den Schnittschaden hochgeben. Okay. Wo geht's los? Wo geht's los? Oh. Übrigens, wenn du sie wirfst und den Wurf die kanalisierst, geht sie hoch. Ah. Gibt's denn keine Explosion dort, wo sie gerade ist? Da sie allerdings nie ausrüst, wird das interessant. Du kannst. Ja, okay. Ja. Die Hunde überleben genau mit einem Vizeleben von meinem Sog. Hätte ich nur einen Rhino da damit. Du Shepard, ist das genial, hä? Das ist ja obergeil mit der Glaive. Mag ich jetzt schon. Und die vor macht jetzt schon. Und vor allem das Geile ist, die macht jetzt schon eigentlich voll Schaden. Mhm. Sie prallt an allem ab, an Gegnern, an dir selber, an deinem Hund, an deinem Wächter. Super. Am besten ist es, du wirfst sie am linken Knöchel, dann prallt sie ab zum rechten Bein. Machst einen doppelten Schaden. Das ist genau so. Das ist wieder Rieder. Das ist. Oh, Heider! Alter, ja? So genau zielen! Ich bin ein saurer Heider! Ich weiß, das Ding ist prallt ab, ich triff nix. Und machst dann mich schuldig dafür. Alle. Wule, hast du schon wieder einen Gasleck erwischt? Ja. Wenn zu viele Gegner da sind, muss abgeerntet werden. Und gescannt. Ich brauch mehr Ferrit. Aber ich krieg doch keins. Ferrit. Wir fahren nach Ferrit. Der Ried, lootet Ferrit. Also Kinder, schon Ideen für 10 Dinge? Nein. 10 Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie einen Bogen in der Hand haben. Okay, war es jetzt schon, dass der Arrow to the Knee schnell kommt? Das ist. Weißt du, warum das Arrow to the Knee heißt? Das ist ein nordischer Slang gewesen für dass verheiratet sein. Dass man einen bekommen hat. Nein, für verheiratet sein. Beziehungsweise okay. Heiraten. Weil ja, er war zuerst auch Adventurer, Abenteurer wie du. Over done, Hobby. Und dann ist irgendwann, also dann habe ich heiratet. Oh! Ja, da gibt es jetzt so einen Satz, was der. Heider, warum kommt mein Schwiegermütter nicht in den Himmel? Weil Drachen. Nicht über 4000 Meter fliegen. Die Viecher kommen gar nicht so rauf. Das macht natürlich Sinn. Die Viecher kriegen kein Hoch. Bei allen Ehre, der Bogen ist overpowered. Headshot, 8000 Schaden. So. Dann haben wir einen Großteil weg explodiert. Ich finde das so gemein. Ich saug sie weg mit meinem Sog und du killst sie dann einfach mit einer einzigen Berührung von deinen Flammen. Ja, die Flammen hatten sie so wahr killen, gell? Ja, aber das ist eher Instant. Das ist ein Instant Death. Ja, tun sie so auch. Das ist ein Hit. Ja, freilich. Mobbt nur den Level 8, Rino. Ja, mach mal. Kapanik. Nein, ich meine die Gegner. Achso.
Ja, wäre das eh cool, du bist mir zu Füßen gefallen. Was? Ich hab einfach gedacht, jetzt bei deinem Anblick ohnmächtig geworden, weil du so hässlich bist. Ach, Heider. Mich gibt's auch für Kindergeburtstage zu mieten. Schon wieder, das gibt's ja nicht. Ich brauche ein Weilchen hin, wohl, das musst du machen. Ja, bin schon da. Dafür wir die Gegner mit der Pistolen killen können. Ja. Danke. Was fehlt das her? So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Hier. Ja. Das war schon der letzte Brief, oder? Leider. Ja, gehen wir ja von mir. Wir können von mir aus gehen wir noch einen drauf machen. Na, da kommen nämlich mehr Raketen, der Vertups. Okay, da dann nächste. Ja, passt dann. Hey, cool. Ich hab Phobos fertig. Du hast eine Phobosi. Warte mal. Haben wir Phobos den Endgegner schon mal? Ja, also der bestimmt sogar. Ah, genau, ich weiß, auf Phobos war der Endgegner. Das war, glaube ich, eine Kombination aus Captain Four und dem komischen Suche. Ja, was wurde, so, wenn du verriet haben das aus. Weiß ich genau die richtige Mission für uns, jetzt wo du die Glaive hast. Mhm. Dark Sector Verteidigung Level bis Level 20. Hä, hey, Knuffi, das machen wir, ne? Dafür brauchen wir aber den Hip. Wir brauchen einen vierten dafür. Ja, die Dark Sector Verteidigung können wir nicht machen. Ja. Die in Phobos, ja. Die waren Waffenstillstand. Hab ich vorher schon geschaut, ja. Was? Nein. Waffenstillstand? Was klemme ich denn am besten auf die Glaive drauf? Erstmal den Damage. Zuerst puren Schaden und sobald. Ja, nur mal Damage. Also den Druckpunkt, das heißt, da brauche ich noch mehr Punkte. Nein, nicht den Druckpunkt. Doch, der macht 120% mehr Schaden. Ja, aber zuerst den sierenden Tod. Das hast du bekommen als zweite Belohnung. Sierender Tod. Mhm. Da ist er. Schnittschaden. Okay, ja, den kann ich noch nicht. Brauche ich ein Level 3 dafür. Also, das haben wir eigentlich schon. Bitte? Oh. Sierender Tod, Druckpunkt, dann Reichweite und dann ganz wichtig die Raserei. So. Dann werden wir mal für heute beenden. Bis morgen, genau. Servus. Tschüss.